Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst Kollegin Katja Mast. Ich finde es schon relativ bemerkenswert, als SPD-Fraktion anderen Fraktionen, zum Beispiel meiner, vorzuwerfen, Steigbügelhalter der CDU-CSU zu sein. Was haben Sie in den letzten 20 Jahren eigentlich gemacht? Da waren ja wohl Sie in erster Linie, die devot der CDU-CSU gedient haben. Das ist absurd. So, dann möchte ich zum Zweiten hier anmerken zu dem Verfahren. Also auch ich halte die CDU-CSU-Fraktion jetzt nicht in jeder Hinsicht für eine seriöse Oppositionsfraktion. Aber was aber nun nicht geht, und das ist absurd, deswegen wollen wir gucken, wer hat hier ein Demokratieproblem, dass Sie einer Oppositionsfraktion vorwerfen, Ihre Oppositionsarbeit zu machen, das ist nun wirklich geradezu lächerlich und grotesk, um das auch in aller Klarheit zu sagen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber witzig, diese Argumentation. Und zum Dritten möchte ich anmerken, lieber Johannes Vogel, also alle machen hier in diesem Hause Parteipolitik, außer die Parteien der Ampel. Das ist ja geradezu lächerlich, sowas zu behaupten. Kann mit so einem Klamauk mal aufhören. Was soll das denn? Ja, wirklich, was soll das denn? Das ist doch Gequatsche. Das ist wirklich Gequatsche. So, ich möchte zunächst zum Verfahren feststellen, wir wären jetzt nicht in dieser, wie soll ich sagen, etwas aufgeladenen Situation hier in diesem Hohen Hause, wenn die letzte Bundesregierung und die jetzige Bundesregierung vernünftige Corona-Politik gemacht hat und das Land nicht ins Chaos gestoßen hätte. Das ist ja mal die Sachlage. Deswegen müssen wir das hier diskutieren. So, und dann will ich zum Dritten sagen, also zu glauben, es gibt keine Überlastung des Gesundheitssystems, ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, da müssen wir mit den Pflegerinnen und Pflegern reden. Und im Übrigen hatten wir die Überlastung auch schon vor Corona, um das auch mal in jeder Klarheit hier zu sagen. Nun sind wir bei der Geschäftsordnung. Ich kann für meine Fraktion Die Linke sagen, dass wir uns also Anträge angucken und grundsätzlich immer nach Sachfragen entscheiden, wie wir uns hier verhalten werden. Ja, das ist so. Das ist ja auch seriös. Man guckt, was da drin steht, was der Vorschlag ist. Und dann gucken wir, was am sinnvollsten nach unserer Meinung ist. Und das unterscheidet uns ja auch zu Ihrer Corona-Politik. Lieber Kollege Lauterbach, man kann ein guter Arzt sein, aber das heißt dann nicht, dass man ein guter Gesundheitsminister ist. Deswegen gucken wir uns das hier an. Und eins wissen Sie ganz genau, und deswegen finde ich, sollten wir hier auch Sie von der Ampel mal ehrlich sein, ganz ehrlich sein. Es ist geübtes Verfahren in jedem Ortsverein, auch der Sozialdemokratischen Partei, meiner Partei, bei allen anderen Parteien, dass in jedem Ortsverein der weitestgehende Antrag zunächst abgestimmt wird. Das ist die übliche Praxis. Tun Sie doch nicht so, als ob das irgendwie anders wäre. Tun Sie doch nicht einfach so. Das ist die übliche Praxis. Und wenn man das jetzt mal vielleicht übersetzt für die Bürgerinnen und Bürger, die uns hier zuhören, kann ich doch einfach mal feststellen, und ich bin ein großer Anhänger des Impfens, ich halte das für einen großen Menschheitsfortschritt, aber das ist meine persönliche Meinung, darüber kann man ja streiten. Aber ich kann doch mal feststellen, ganz einfach, dass ein Eingriff am Körper eines Bürgers doch wohl tendenziell ein weitergehender Beschluss des Bundestages ist, als wenn es das nicht gibt. Das ist doch wohl ganz offensichtlich. Und deswegen fasse ich zusammen, nur weil Sie keine Mehrheit als Ampel haben, ist meine Fraktion nicht bereit, auf Logik und ein parlamentarisch sauberes Verfahren zu verzichten. Vielen Dank.